Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu XCOM 2. Und da sehen wir sie schon, die Elder, die Älteren, die Anführer, die sterben, also die Anführer der Aliens, die hier so ein bisschen vor sich hin sterben und auf der Suche nach einem Heilmittel durch das All reisen und jetzt bei der Erde angekommen sind und die Menschen dort scheinen für ein Heilmittel nicht gerade ungeeignet zu sein. So. Ich glaube, wir müssen noch Chrysaliden jagen. Ne? Wir haben hier gerade dieses wunderbare Tor entdeckt. Vielleicht sollten wir da auch mal hingehen. Irgendwie bei Gelegenheit. Aber eine kleine Chrysalidenjagd. Er dürfte wohl anstehen. Ich glaube, hier oben hatte sich noch irgendwo einer versteckt. Mal nachgucken, Ugrutz. Ich sehe niemanden. Verdammt. Ja, leg mal los, Jonas. Siehst du jemanden? Nein? Ah. Ärgerlich. So, da ist Nobunaga-san. Der sieht auch niemanden. Ach, hier ist der Gatekeeper. Kaputt gegangen. Und hier haben wir eine Menge Chrysaliden getötet mit Feuer, wie ich hinzufügen möchte. Wir haben sie mit Feuer getötet. Mal gucken, gegen Chrysaliden bringt uns Deckung gar nichts. Ne? Da brauchen wir einfach nur ein Schussfeld und richtig viele Leute im Overwatch am besten. So, ja, und Torben halt so mittendrin dann. Ja, bitte, Torben. So, und Torben muss noch ein paar Soulfire wirken, damit er sich wieder ein bisschen erholen kann von seinen schweren Verletzungen. Okay, wir haben Geräusche aus Süden. Aber hier oben, ich hätte schwören können, hier müsste noch irgendwo einer rumgurken. Bestätigt! Das scheint aber definitiv nicht der Fall zu sein. Okay. Gut, ja, dann bleiben wir einfach hier so gesammelt. Falls hier doch noch einer auftauchen möchte. Ah, seht ihr? Da hinten. Da guckt noch einer rum. Was sind Leben? Torben muss heilen. Ach, der überlebt nicht, ne? Ugrutz durfte auch treffen. Das war's für dich. Ja, offensichtlich. Na gut. Waffe geladen. So, ich bleib einfach noch eine Runde hier stehen, lausche noch mal, ob da oben nicht doch noch irgendwo einer ist. Und dann machen wir uns gleich auf Richtung Süden, dahin nämlich. Das finde ich das richtig Nervige an dieser Mission, dass man halt wirklich jeden letzten Popel-Chrysaliden noch jagen muss. Tempo! Richtig, Tempo! So, müssen wir hier eigentlich noch mal ans Tor irgendwie ran, sag mal. Da gibt es irgendwie keine Felder, ne, die irgendwas tun würden. Jetzt komme ich. Ja, geh mal hin, Jonas. Mir entgeht nichts. Guck das Ganze mal an. Kilian wird dich gerade begleiten. Und der Rest kann schon mal auf Chrysalidenjagd gehen. Ein bisschen zusammenbleiben hier vielleicht. Heading out. Covering now.
Ist es auch sicher? Klar ist das sicher. Na los, zeigt euch! So, Kilian, sag mal, gibt's da was? Einmal hinlaufen. Einmal durchlaufen. Nope, nix. Okay. Ja, wenn die sich hier so anschleichen können, die Chrysaliden, ist das natürlich nicht so cool. Wenn wir so zugestellte Sichtlinien haben. Mal gucken. Finde das mal raus. Und sag mir dann Bescheid. So, Torben, bekommst du den Platz in der ersten Reihe. So, und Jonas, lauf mal hinterher. Also, das ist vielleicht echt nur noch ein Chrysalide, der da rumgurkt. Komm her, Kilian. Du musst ein bisschen aufschließen. Ach, jetzt kann ich ihm keine extra Aktion mehr gönnen, ne? Nee. Schade. Nicht genug Aktionspunkte, ne? Es kostet ja auch gigantische 0 Aktionspunkte. Also, ja, kann ich schon verstehen. Endlich! Alright, I'll go. So, ich werde mal versuchen, dass wir hier ein bisschen zusammenbleiben und nicht ganz so weit auseinanderfasern. Hoffentlich lohnt sich das. Klar, immer. Unterwegs mit XCOM. Immer ein Abenteuer, garantiert. On your order. Wer ist Roger, verdammt nochmal? Bin dabei. On Overwatch. Bitte Feuerschutz. Scanning-Gebiet. Possible hostile contact. Ach, ganz da hinten. Echt jetzt? Die graben sich immer aus und wieder ein und so. Und deswegen sind die teilweise echt, echt schlecht zu verfolgen. Is it clear? Begebe mich zu dieser Position. Ach, eigentlich hätte ich Ugroz mal aufs Dach springen lassen können, ne? Naja, was soll's. I'm on it. Ich gehe schon. Ja, immer schön mitten rein da. In die anderen. Genug so, gewartet. Und jetzt sind wir wieder zusammen. Jetzt können wir wieder mit normaler Geschwindigkeit vorrücken. Ach, da war Sebi. Den habe ich gar nicht gesehen. Beinahe hätte ich auf ihm geparkt. Habt ihr das gehört? Ja. Schon die ganze Zeit übrigens. I'm going. Los. Wo ist denn das kleine hässliche Vieh? Möchte das nicht mal rauskommen? On approach. On the move. Legen wir endlich los. Ist es auch sicher? Nö.
Affirmative. Covering down. Moving to Overwatch. Gamer Feuerschutz. Sending Overwatch. Can't get me. I believe I have something. Hat er sich gerade wieder eingebuddelt? Movement request confirmed. Ich sehe nichts. Jawohl. So, mir wäre es ja ganz lieb, wenn das Ding nicht in unseren Overwatch reinlatschen würde, sondern wenn wir das in unserer Runde aufspüren würden. On your order. Weil dann Torben das Ding vernichten könnte. Hoffentlich. Mit einem Soulfire. Oder, ja, vernichten. Aber er könnte es zumindest mal anschlagen. Okay, bin unterwegs. On Overwatch. Bin dabei. Overwatch Mode. Yeah, you hear anything? Na los, zeigt euch. Da haben wir einen. Renn doch nicht weg. Menno. Wo rennt denn das Ding rum? Unglaublich. Is it clear? Oh, oh, Musik. Warum? Wo ist es? Verstanden, rück ab. Wir haben ja noch keinen Sichtkontakt, oder? Doch. Da drüben ist es. So, Torben, kriegst du Sichtkontakt? Ja. Hervorragend. Natürlich lohnt sich das. Ja, das sind freie Lebenspunkte, Torben. Natürlich lohnt sich das. Ich glaube, du schmilzt. Ich glaube, du schmilzt. Geil. Von innen. Deine Seele. Sonst dürfte 3 Lebenspunkte gegeben haben. Nochmal. Ja. Kommt das jetzt an uns ran? Wahrscheinlich schon, oder? Die können sich verdammt weit bewegen, die Viecher. Wir erledigen es einfach. Dann ist die Mission vorbei. Hoffentlich. Erledigt. So. Und unser gesamtes Squad dürfte jetzt richtig lange ausfallen. Status confirmed. Commander, we've secured the psionic gateway and recovery teams are en route to the site. Now it's up to Tigan and Shen to figure out what this thing does. Gut zu wissen. 4 Soldaten verwundet, 29 Runden haben wir gebraucht. Liegt aber auch daran, dass die Chrysaliden sich so dumm verstecken. Anstatt alle in einem geschlossenen Blob auf uns zuzurennen, dass wir da mit unserem Hellfire Projector einfach das Ding, diesen ganzen Blob, einmal schön abfackeln können. Das wäre gut gewesen, das hätte mir gefallen. Aber ich muss sagen, so lustig diese Waffe auch ist, so richtig stark ist die nicht, ne? Ich meine, die macht ein ganz großes Gebiet in Flammen, jo, aber die macht relativ wenig Schaden irgendwie. Da finde ich den Raketenwerfer schon besser. Und den Shredstorm-Kanone heißt es denn, glaube ich, auch. So, Sylvie hat die meisten Schaden ausgeteilt, die meisten Attacken hat Torben ausgeführt, wurde auch am meisten beschossen. Ugroz hat sich am weitesten bewegt, 91% unserer Schüsse haben getroffen, 8,4 Schaden pro Attacke. Und was ist da hinten? 31,38% Coverbonus? Ne, es sind wahrscheinlich eher 21, ne? Wir waren jetzt am Ende überhaupt nicht mehr in Deckung. Ja, 21. So, wie schaut's aus? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ich habe Hunger. Ich muss auf Toilette. Diese Flugsequenzen dauern echt immer ewig.
Na endlich. Ja, Torben geht's nicht gut, denen geht's allen nicht gut. 2,5 Wochen Ausfallzeit. Das heißt, unser B-Team wird noch mal zum Einsatz kommen. The distinctive alien artifact we recovered from the field resembles a portal or gateway of some kind. Although we believe it provides the aliens with a means of long distance travel, potentially beyond the confines of our world itself, it will take time before we can truly understand the gateway's function. Ja, ja, lass die Zeit teilen. Conditioning macht also Lebenspunkte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas auch für Lebenspunkte gibt. Seht ihr, wieder was gelernt. Toll. Based on what your team witnessed in the field, Commander, it is clear this psionic gateway provides the aliens with some means of far-off travel. It will be up to you to determine not only how it functions, but exactly where this gateway leads. Hey, ich freue mich ja so. Ja, machen wir bei Gelegenheit. Upgrade the Shadow Chamber. In order to analyze the alien psionic gateway we recovered, we will need to make the appropriate modifications to the Shadow Chamber first, Commander. Ja, das ist ja kein Problem. Das Ding können wir upgraden. Was kostet uns das? 200 Supplies und 4 Energie. Lächerlich. Wie viel Energie haben wir noch? Genug. Mehr als genug. Was können wir denn hier eigentlich noch für Räume bauen? Ich meine, Power Relay in der Defense Matrix. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht direkt so, dass wir in diesem Playthrough von einem UFO verfolgt worden wären, aber hey. Ja, wir haben Ingenieure zur Verfügung. Wir haben die nötige Power, wir haben die nötigen Supplies. Alles cool. So, was wollten wir da auf der Weltkarte eigentlich gerade so reißen, bewegen? Spannendes tun. Nein. Ach so. Wow. I commend you on your efforts. Commander, remote reconnaissance indicates the aliens have a UFO hunting for our position. Ach, jetzt auf einmal. Be careful about where we pick our flight paths. Ja, am besten wir bleiben hier. Ich habe keine Ahnung, wo das UFO sich da drüben in Westasien. Ein Plasmablaster haben wir noch bekommen. Nee, da hätte ich ja jetzt am liebsten auf Ablehnen geklickt. Commander, I appreciate you recruiting new staff for the engineering team, but as it stands, we have people still waiting for an assignment. Ja, ich weiß. Construction, excavation, or staffing a facility. Ja, wir haben nichts zu tun. Mann, was soll ich machen? Wie sieht's denn hiermit aus? Heavy Weapon Mount, das gibt's doch auch im Besser irgendwie, ne? Im Warsuit. Hat das Ding trotzdem noch die schwere Waffe drin? Ich habe keine Ahnung. Das würde ich ja an Jonas gerne geben, so ein Ding. Wisst ihr was? Ich baue so ein Ding einfach mal und dann gucken wir, ob das geil ist oder nicht. Ich meine, wir können uns das locker leisten, ne? Delirium. Ja, Alien Alloys. Ja. Dankeschön. So, dann müssen wir mal gucken. Da drüben gibt es Intel. Ich würde ja gerne irgendwie ganz kurz wegfliegen. Ist nicht. Wir haben nichts zu tun hier. Ja, wir können da nur Intel mitnehmen. Dann bauen wir hier fertig. Guck mal, ob das UFO in unsere Richtung kommt. Progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Eine Retaliation-Mission mit dem B-Team.
Ja, wir sollten da vielleicht mal hin. Chrysaliden haben wir. Natürlich. Gatekeeper, Elite Trooper, Elite Lancer, Elite Officer, Elite Shieldbearer. Also Gatekeeper und Chrysaliden. Und was ist es? Das ist ja jetzt nicht so umwerfend viel. Aha, was haben wir denn hier? Hinaus mit dir. Und stattdessen, was brauchen wir noch? Achso, wir bräuchten natürlich den Psioniker. Aber der fällt aus. Gut, ja, dann nehmen wir halt noch einen zweiten Ranger mit. Was soll's. Oder? Doch, machen wir. Ich denke, ich werde die Folge heute trotzdem beenden, bevor wir in die Mission reingehen. Auch wenn die dann ein bisschen kürzer wird. So, alles cool. Mal sehen, wie unser B-Team damit klarkommt. Na, Stormgun. Haben wir da irgendwie noch eins in Reserve, ein gutes? Nee, scheinbar nicht. Mit einem normalen Schwert muss er jetzt los. Das ist natürlich fies. Ja, sorry. Den Battle-Scanner bekommt sie und dafür bekommt sie Talon Rounds. Ach, wir können ja auch Torbens Wraith Armor geben, ne? Wie wär's denn damit? Da hat sie wenigstens irgendwas, was cool ist. Sieht an ihr auch nicht schlecht aus. Stitch, unser Specialist. So, ach, das müssen wir gleich noch ändern, auf jeden Fall. Ich das jetzt geändert habe. Da. So. Die Serpent Armor ist es. Außerdem Shadowkeeper. Und die AP Rounds. Na klar, warum nicht? So, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen mit. Ich will noch mal den Hellfire Projector ausprobieren. Raketen brauchen wir jetzt nicht unbedingt gerade. So, und hier gibt es noch mal die gute alte, wo sind die Shredder? Shredstorm Cannon. Yeah. So, hier müssen wir noch mal einen Skyjack ausrüsten. So, und jetzt sind wir fertig, es mit den Aliens aufzunehmen. Allerdings, wie gesagt, erst in der nächsten Folge, beinahe hätte ich gesagt, in der nächsten Runde. Und vorher will ich aber noch mal gucken, wie lange fallen denn unsere Soldaten noch aus? Ach, guck mal, Jonas ist in einem Tag wieder da, Sebi in 2 Tagen, Ugroz in 7 und Torben in 12. Okay, dann gehen wir noch mal in die Guerrilla Tactics School. Guck mal, was gibt's denn hier überhaupt noch? Stay with me. 175 Supplies, ja, hey, klar, warum nicht? Haben wir alles gekauft. Sehr hübsch.
So, wie gesagt, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir eine Retaliation-Mission mit einem B-Team spielen. Macht's gut und bis dann. Ciao.